Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Killer Instinct, Folge 14. Nordamerika gehört schon Gargos. Ich habe eine Zone verloren. Omen tritt in zwei Zügen bei. So. Kaserne. Tun wir den erstmal heilen. Schatten geboren, 2 von 4. Begibt sich zur Ultratech-Anlage namens Kern der Wut und untersuche das dortige Schattenlabor. Schatten herunterladen. Schatten wird von den Ultratech-Servern heruntergeladen. Du erreichst eine scheinbar verlassene unterirdische Fabrik. Eine Gestalt nähert sich aus einem dunklen Korridor. Ein gesichtsloser, in violetten Flammen gehüllter Hominoid. Er lacht vor sich in Schatten von Cinder. Jemand war vor uns hier, Thunder, und hat alle Schatten befreit, und sie verhalten sich sonderbar. Was hat das zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht lange genug geblieben, um es herauszufinden, aber ich bin jetzt ein freier Mann, Thunder. Ich möchte Orte und Menschen sehen, ich möchte ihn jetzt nicht in deine Haut stecken. Er verschwindet im Korridor. Thunder versus Schatten von Gebieter. Ich diene dem Liberator. Wovon redest du? Bald erhalte ich das Geschenk des Umbra und alle werden bei meinem Anblick erzittern. Umbra, der Schatten von Helzinder hat recht, du bist verrückt. Umbra, Bumba, Pumba, Timon und Pumba, meint er. I have faced the flood and silenced truth. I will quell your thunder and douse your flame. Ready! Schicker Thunder. Da ist eine Farbe Thunder freigeschaltet. Thunder Farbe 3. Kann man die Charaktere auch ändern oder wie? Dann schau ich mal gucken. Astralenergie 7, 5 für die Astraljuwelen, 202 Schattenpunkte.
Wo ist dein Liberator jetzt? Wie schon der erste Schatten, den du besiegt hast, verschwindet auch dieser in einer Wolke aus violetten Nebel und stößt dabei ein Geisterstöhnen aus. Das Aria-Hologramm erscheint erneut. Bündnismitglieder melden, dass die Kommunikation mit Ultratech-Schattenlabors auf der ganzen Welt abgerissen ist. Jetzt ist nicht die Zeit für Schuldzuweisung, Xander. Dieser Schatten, mit dem du gekämpft hast, scheint von einem Liberator gesteuert zu werden. Begib dich zur Sichner Brutstätte 09 und warte auf meine Anweisungen. Questmission freigeschaltet, erhaltene Schattenpunkte 164. Vergessenes Labor. Brutal. Wie kann ich hier die Farben von denen ändern? Da finde ich jetzt wirklich nichts. Schade. I've got the cure for what ails you. Mama, Peter. Satelliten haben ungewöhnliche Aktivitäten in der Nähe einer alten Ultratech-Fabrik registriert. Schicke einen Agenten, um zu untersuchen. Auf der Wand steht vor dir mit verblassener Farbe Ultra Atomic Technologies. Diese baufällige Ultratech-Fabrik ist schon seit Jahrzehnten verlassen, aber die Sicherheitsmaßnahmen sind immer noch aktiv. Sie sind zu erkunden, können gefährlich sein. Neben Fulgor-Modellen erscheint diese Fabrik auch Aira-Drohnen-Prototypen getestet zu haben. Du betrachtest etwas, das wie eine Wand voller Lebensäulen aussieht, als plötzlich zwei der Einheiten aktivieren und angreifen. Prototyp Fulgor und Aira-Hülle wird aktiviert. Orshi gegen Fulgor. Fulgor habe ich vorhin ohne Schaden bestanden. Das sollte eigentlich gehen. Target
in anderer Folge oder so. Aber erst nur ein Drohne zu verschlüsseln, die da ist, da ist. Auschwitz Anfänger. Du hast 30 Kampf raus und Auschwitz erzielt. Wieder kein Schaden erlebt. One step closer to flushing out Ultra Tech. Supreme Victory. G Experience. Oh, es steht versus Aira. Gesundheit 130%. Fight on. Target spotted. This should be quick. Closer to flushing out Ultra Tech. Supreme Victory. 4181 Experience. Sechs
26 Astralende G, 23 Nanotech-Teil, 25 Nanotech-Vase, 1 Skelettschlüssel, 3 Adrenalin-Stimulanz Alpha 3, 265 Astraljuwelen, 1 Drachenschuppen Nanobots 3, 6 Nanotech-Haufen. Dann sind die Nanotech-Roboter nicht stumm. Die Fulgor und Aria-Prototypen fallen zu Boden. Diese älteren Modelle können ziemlich hart austeilen, scheinen jedoch nicht sonderlich viel auszuhalten. Vielleicht würden sie deswegen aufgegeben. Das KI-Zentrum erinnert einige wertvolle Tech-Materialien, unter anderem einige alte Ultratech-Nanotech-Faser. Die stellen sie heute jedenfalls nicht mehr so her wie früher. Du verlässt die Vertriebe einer ansehnlichen Menge an Ressourcen und nimmst dir vor, noch gründlich das zu suchen, wenn du jemals wieder herkommen solltest. Dossier freigeschaltet, UAT Robotics Labor 2, erhalt Nanotech Teil 12, erhalt Nanotech Faser 13. Endzeit. Du hast 20 Zug im Shadow-Lord-Modus erreicht. Und das schon beim ersten Mal. Und das war's bei dir mit dieser Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.